Ja, Dämonen prügeln in dieser Folge. Es geht weiter. Wir müssen auch diese Kackdämonen erledigen. Und ich hoffe, dass wir sie schnell hinkriegen. Oh, das gibt's nicht. Manchmal funktioniert's nicht. Schrecklich ist das. Das ist unglaublich. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Sehr schön. So, auf ein neues. Jetzt schaffen wir das. Jawohl. Sehr schön. So. Prozesse wurden in diesem Raum abgehalten. Okay. Prozesse. Tagebuch des Richters. Tagebuch des Richters. 4. Februar 1693. Alle Hexen wurden freigelassen und Gouverneur Phillips oder Phipps, Phippsy, erlauben keine weitere Verfolgung. Dennoch fürchtet ich das Mädchen am meisten. Ich drohte ihr mit Drucksteinen und voller Entzücken berichtet sie mir von der Folter ihres Vaters, der sie bis zum Ertrinken unter Wasser hielt, wenn sie nicht seinen Feinden beschuldigte. Ich bin also nicht der Erste, der diese Kreatur benutzt und sie fürchtete mich nicht. Jene, die die Geister unnatürlicher Welten sehen, schienen ihr wie Zauberer und sie will sich nicht von ihrer Verfolgung abbringen lassen. Sie muss mit allen dem Gesetz zur Verfügung stehenden Mitteln vernichtet werden. Das arme Mädchen. Da ist übrigens das Bild vom Richter wieder. Oh Mann, nein, ey, verdammt. Shit. Ciao. La 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 la. Ciao. Ah! Hau ab, verpiss dich. So. Bo. Alter Schwede. La 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 la. Ach, da ist auch noch was, das hatten wir noch gar nicht gelesen gehabt. So, Kolonialstube, Plakette der Kolonialstube. Die Stube des Hauses des Richters, wir würden es Wohnzimmer nennen, war ein der geräumigsten Innenbereiche für Gerichtsprozesse. Die Hexenprozesse wurden manchmal hier abgehalten und manchmal in anderen öffentlichen Gebäuden wie der Taverne. Kann ich mir vorstellen, ja. Ach, wir müssen ja noch die Dings finden, ne? Stimmt. Ich darf jetzt nichts hier vergessen. Kommt man da durch? Nee. Oder? Vielleicht doch. Na. Nein, ich glaube nicht. Hier war aber auch jetzt nichts gewesen. Irgendwie zum Einsammeln, ne, oder? Müssen mal schauen. Nicht, dass ich hier irgendwas vergesse. Den machen wir mal noch fertig, ne, oder? Würde ich sagen. Den machen wir noch fertig. Dann geht uns nicht mehr auf den Sack. So. Ja, ja, halt die Klappe. So. Damit haben wir da schon mal Ruhe im Karton. Oben wird es wahrscheinlich auch noch hingehen, so wie es aussieht. Waren wir hier schon gewesen? Hier waren wir gerade schon gewesen, genau. Hier kommen wir auch durch. Ja. Moment. Jawohl, 36 von 38. Also noch zwei. Vielleicht finden wir ja alle. Das wäre cool. Was hat mich davon abgehalten, ja, Ronan, zu Ronan zu sagen? Vielleicht die Ehe im Allgemeinen? Ich dachte immer, ich würde in dieser Welt eine unabhängige Frau sein. Vielleicht habe ich diese Möglichkeit noch nicht verarbeitet. Aber ich kann ihn nicht gehen lassen. Kann nicht. Hm. Ich hoffe, wir finden die Geistergeschichte noch, weil bisher war nämlich noch nichts... Bis jetzt aber noch nichts Neues gefunden. Und das... Huch. Und das wurmt mich gerade ein bisschen, denn... Hallo? Hier wollte ich noch gar nicht hin. Schwarzer Bildschirm.
Ich hab einen schwarzen Bildschirm, hab ich. Einen schwarzen Bildschirm. Und da ist ein Knopf, da steht drauf NF. Soll ich da drauf drücken? Ah, guck mal einer an. Jawohl, einen müssen wir noch finden. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade, wo wir sind. Ich glaube, ihr auch. Oder du auch wahrscheinlich. So, ich hoffe, wir finden noch eins. Denn momentan sieht es nämlich... Zeichen für Zellen im Keller. Mhm. Ich hoffe, wir finden das noch. Das ist Baxter. Oh mein Gott, Baxter? Ich hätte derjenige sein sollen, der dich aufhält. Ronan? Was zum Teufel ist hier los? Kranker Hurensohn. Wieso hast du das getan? Warum die Hexenprozesse zurückbringen und all diese unschuldigen Mädchen töten? Du glaubst, ich bin der Glockenmörder? Bist du irre? Ich bringe noch niemanden um. Du musst mir helfen. Was ist das für ein Ort? Wir müssen hier raus. Oh, wir müssen hier raus. Auf einmal sind wir Kumpels. Ah, ah, ah. Erzähl mir sofort, was hier los ist. Wer hat dich getötet? Also, wer hat dich umgebracht? Der Glockenmörder, du Trottel! Aber ich konnte sein Gesicht nicht sehen. Was hast du hier gemacht? Ich bin einem Hinweis gefolgt. Ich habe den Fall nie aufgegeben. Ich habe mit diesem Medium, Cassandra, gearbeitet. Und wir haben herausgefunden, dass der Glockenmörder Medien jagt. Als würde er die Hexenprozesse nachahmen. Von da an konnten wir es nicht einfach auf sich beruhen lassen. Deswegen warst du also im Museum. Da stand gerade irgendwas noch von Rex, aber das haben die beiden auch nicht gesagt und so schnell konnte ich jetzt gar nicht lesen. Das ist, finde ich, schrecklich, dass manche Texte da nicht mitsynchronisiert worden sind. Glockenmörder tötet Baxter. Der Glockenmörder hat Baxter im Keller im Hauses zu Urteil getötet. Ah, das ist jetzt natürlich eine krasse Wendung. Aber dann liege ich, glaube ich, mit meiner Theorie doch richtig. Dass ich habe nämlich eine kleine Theorie, das hatten wir schon, ich habe eine sehr starke Theorie, die ich ja schon erwähnt hatte, ich glaube in 2, 3 Folgen vorher, dass es Rex ist. Wo ist der Mörder? Keine Ahnung. Er könnte überall sein, aber als wir kämpften, hat er etwas gesagt, das ich überhaupt nicht kapiert habe. Warte. Der Mörder hat tatsächlich gesprochen? Nicht viel. Aber ich habe einen Nerv getroffen. Ich sagte dem Schweinehund, er würde bald tot sein. Aber er meinte, ich kenne den Tod bereits. Und etwas von, mein Werkzeug des Todes wird heute Nacht wieder morden. Mein Werkzeug des Todes? Aber er tötet immer auf unterschiedliche Weise, ich versteh's nicht. Ja, ich auch nicht. Wir müssen rauskriegen, was das bedeutet. Werkzeug des Todes? Der Mörder plant heute Nacht einen weiteren Mord mit dem Werkzeug des Todes. Wo ist Cassandra? Weißt du, wo Cassandra ist? Ist sie noch am Leben? Soweit ich weiß, ja. Ich habe sie in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht. Oh mein Gott, sie lebt. Ich war sicher, sie sei auch tot. Joy wird ausrasten vor Freude. Sie sollte nicht allein sein. Cassandra Unterschlupf. Baxter hat Cassandra in einem Unterschlupf außerhalb der Stadt untergebracht, als der Glockenmörder für sie zur Bedrohung wurde. Kennst du Joy? Hat Cassandra mal ihre Tochter erwähnt? Hat nicht aufgehört, von ihr zu reden. Wir haben tagelang nach Joy gesucht, aber es war zu riskant. Cassandra hat mich angefleht, Joy aufzuspüren, aber bis jetzt konnte ich sie nicht finden. Hat ein Loch im Auge. Du wirst es nicht glauben. Joy hat mir heute Nacht geholfen. Klar, dass ein Kopf wie du es nicht allein so weit geschafft hätte. Du meinst wie die Hilfe, die du von ihrer Mutter bekommen hast? Okay, geh du zu Cassandra. Sorg dafür, dass sie sicher ist und bring sie zurück zum Revier. Was werden wir tun? Ich sehe mir ganz schnell den Keller an und schmiede einen Plan. Hoffe ich. Baxter kennt Joy. Baxter kannte Joy die ganze Zeit über und hat versucht, sie zu finden und sicherzustellen, dass sie nicht in Gefahr ist. Aber ich frage mich immer noch, warum dann halt Rex? Was hat er für ein Motiv, wenn es doch wirklich Rex ist, so wie ich ja schon gesagt hatte?
Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht warum. Vielleicht doch, weil halt... Ja, aber dann hätte Ronan mit voller Absicht und nicht, weil wir im Weg standen, erledigt. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Mein Gott, wo ist denn das letzte hier Dingen für die Geistergeschichte? Also ganz schlau werde ich daraus noch nicht. Plakette des Kolonialkellers. Der Keller im Heim des Richters war oft ein zweiteiliges Gefängnis für Häftlinge, die auf ihren Prozess warteten. Dieser Brauch war hier sicher üblich, wo Verdächtige in den Hexenprozessen im Haus vom Richter Hartrom auf ihr Urteil warteten. Die Einrichtung für eine lange Haft waren in diesem Fall unnötig, da die Strafe für Hexerei unter englischen Gesetzen immer der Tod war. Also bräuchtest du normalerweise eigentlich gar keinen... Jawohl, ist es das? Nein. Mist aber auch. Was zur Hölle ist hier unten passiert? Ja, gleich. Ich will erst aufdecken. Gibt's hier noch bitte? Lass es hier sein. Ja, 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 ja. Die Geistergeschichte. So, Asche zur Asche. Salem war nicht die aufregendste Stadt für ein paar wilde 13-Jährige. Spielen mit meinen Freunden nach der Schule erforderte normalerweise eine gesunde Dosis Vorstellungskraft, um die enttäuschend öde Landschaft aufzupeppen. Für uns war Salems Geschichte bloß ein Haufen von Gruselgeschichten und Touristenattraktionen. Hexen existierten nicht, das wussten wir alle. Deswegen war Robbie Barnes die Lachnummer der ganzen Schule. Er glaubte tatsächlich, dass sie echt seien. Im Rückblick wünschte ich, wir hätten ihn nicht so sehr geärgert. Vielleicht würde er dann noch leben. Ich habe vergessen, wer von uns die Idee hatte, Robbie einen Streich zu spielen. Aber es dauerte nicht lang und wir waren alle dabei. Meine Aufgabe war es, ein Beispiel für einen alten Zauberspruch zu finden. Es kostete mich ganze 15 Minuten. Die Bücherei besaß praktisch jedes Buch, das je zu dem Thema geschrieben wurde. Der nächste Schritt beinhaltete das Haus des Urteils. Verlassen stand es auf dem Hügel. Alle sagten, es würde dort spuken. Was es noch gruseliger machte, waren die Gerüchte, Richter Hawthorne habe die Überreste angeklagter Hexen in den verschiedenen Feuerstellen des Hauses verbrannt. Hier kam Robbie ins Spiel. Wir forderten ihn heraus, sich mitten in der Nacht in das Haus des Urteils zu schleichen und eine Handvoll Asche aus jeder Feuerstelle zu sammeln. Dann sollte er ein paar Kerzen anzünden, die Asche verstreuen und den Zauberspruch aufsagen. Wir sagten ihm, wenn er es richtig machte, würde der Zauber alle Kerzen löschen. Wenn er all das durchziehen würde und die Kerzen auch nur flackerten, würden wir uns nicht mehr über ihn lustig machen. Wir sahen, dass er Angst hatte, aber er stimmte zu. Was wir ihm nicht sagten, war, dass wir eine versteckte Kamera aufgebaut hatten, um all die unfreiwillige Komik zu filmen. Am nächsten Tag kam Robbie nicht zur Schule. Wir nahmen an, dass er den Schwanz eingezogen hatte und sich nicht unserem Spott aussetzen wollte. Dann hörte ich, dass Robbie als vermisst gemeldet wurde. Ich fühlte einen Schauer meinen Rücken herunterlaufen, als ich das Video aus unserer versteckten Kamera holte. Ich drückte Play und spulte vor, bis ich Robbie sah. Er tat genau das, was wir ihm aufgetragen hatten. Aber dann lief eine schattenhafte Gestalt vor der Kamera vorbei. Robbie drehte sich mit Schrecken um, gerade als das Bild der Kamera abbrach. Als es dann wieder da war, war Robbie fort und das einzige Anzeichen, dass überhaupt irgendwas passiert war, war die Feuerstelle, die nun in der Ecke glühte. Uiuiuiuiui. Aber wo ist Robbie hin? Asche zu Asche. Krass, was eine Geschichte. So, was ist hier unten passiert? Müssen wir jetzt auch aufklären. Müssen wir jetzt erstmal schauen. So. Redend? Nein. Das... Lass mich nochmal nachdenken. Urteilend. Anklagend. Und streng. Das war er. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. So, der rechtschaffende Mann. Der Henker zeigt wütend in die Zelle und sagt seinen Angeklagten, dass die Bestrafung fällig sei. Ha.
Das Glockensymbol. Wer hat das gezeichnet? Symbol in der Zelle. Das Symbol des Glockenwörters wurde einst in der Zelle gezeichnet, aber von wem? Da ist das Mädchen. Eingesperrt. Flehend. Steht für Gerechtigkeit. Hier ist das gerecht. Gefangene Abigail. Abigail wurde hier gefangen gehalten und hielt die Bestrafung für ungerecht. Das Glockensymbol bedeutet, das steht für Gerechtigkeit, hat sie gesagt. Gelöschtes Licht. Kerzen. Die dürfen kaum etwas gegen die Dunkelheit hier unten ausgerichtet haben. Aber wenigstens ein bisschen. 4 von 7 Hinweisen. Können wir auch hier weitergehen? Nein. Okay. Wo soll ich denn hier noch Hinweise finden? Ah, hier. Ansehen. Die Gottlosen haben keinen Frieden. Gefängnisbett. Das sieht noch unbequemer aus als mein Bett im Gefängnis. Ja, früher war das so. Ein Gefängnis im Gefängnis? Käfig. Warum braucht man für jeden in einem winzigen Zelle noch ein Käfig? Schwer zu sagen. Du gibst Rechtschaffenheit vor. Doch du weißt um deine Schuld und kannst nicht leugnen, dass deine Bestrafung fällig ist. Ich dachte, ihr steht für Gerechtigkeit. Wie ist das gerecht? Deine mörderischen Launen haben vor Gericht nichts verloren. Du bist eine verkommene Ungläubige. Die Familien jener unschuldigen Seelen, die du durch falsche Anschuldigungen der Hexerei hast hinrichten lassen, werden heute Nacht Gerechtigkeit erfahren. Falsche Anschuldigungen? Was zeichnest du da für einen Unsinn? Mein Zeichen wird sich in das Fleisch dieser Stadt einbrennen. Und wenn es eine Ewigkeit dauert, ich werde eigenhändig die Glocke für jede Hexe in Salem läuten. Ach so. Was? Der Typ, der mich umgebracht hat, ist Abigail? Sie ist der Glockenmörder. Wie ist das möglich? Ich muss hier raus und sie ausfindig machen. Abigail ist der Mörder? Abigail ist der Glockenmörder? Aber wie kann das sein? Ja, aber wen nutzt sie denn dann? Weil sie kann ja als Geist, kann sie ja eigentlich nicht... Leute umbringen. Jetzt kommen doch wahrscheinlich hier wieder Dämonen. So, ich würde sagen, in der nächsten Folge gehen wir... ja, auf den Exit, auf das Exit zu... Und ja, dann schaltet ihr wieder einmal in einer neuen Folge und dann geht's weiter mit Murder Soul Suspect. Und ihr schaltet dann wieder fleißig ein. Also macht's gut, ciao!